Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Eastwell Chronicles, Fluch des Opernhauses. Wir beginnen ja hier, wo wir aufgehört haben, bei dem Wimmelbild. Und wir müssen wieder ein paar Sachen zusammensuchen, von denen ich nicht genau weiß, was eine Diva mit einem Feuerwehrhelm macht. Ich glaube, das will ich nicht wissen. Naja, man kann da sonst was draus halten, aber Holzmaske. Das ist keine Holzmaske. Dann ist halt das eine Holzmaske. Federmaske, bitte. Bist du eine Holzmaske? Brav. Geschenkdeko. Mann, 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 die haben vielleicht... Brav. Die haben wirklich interessante Ausdrücke hier. Kommt vielleicht auch wegen der Übersetzung. Aber ich glaube, das habe ich schon in manchen anderen Videos behauptet. So. Und was hätten wir sonst noch? Die Violine. Ach nein. Das war ja klar. Violine. Die ist mal wieder irgendwo ganz klein irgendwo an der Seite versteckt. Oder, was besonders böse wäre, wenn sie irgendwo ganz klein aufgemalt wäre. Naja, wollen wir uns da nicht festbeißen und schnappen wir uns den Zylinder. Ein Kussmund. Wirklich schön klein. Dann hätten wir noch irgendwo ein Schiff. Glaube ich zumindest. Ah, die Violine. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen. Oh nein. Das Schiff haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich zumindest. Eine Karo-Maske. Nö. Und ein Schirm. Wieder mal irgendwo ganz klein. Wäre auch zu offensichtlich. Puppe. Handspiegel. So. Nein. Zu groß für die Hand. Nehme ich halt den hier. Schminktasche und Handtücher. Nö. Das ist nicht. Handtücher. Gut. Fehlen noch drei Sachen. Ich weiß leider nicht, was eine Schminktasche ist. Nehmen wir halt die hier. Okay, das ist die Karo-Maske. Das Schiff. Und die Schminktasche. Das ist... Nehmen wir die hier. Gut. Die Herrscher, das reinste Chaos. Sieht aus, als hätte jemand das Zimmer gründlich auf den Kopf gestellt. Bitte stelle DNA-Spuren auf den Brief sicher und lass sie im Labor überprüfen. Wo war das noch? Ui, wie schön offensichtlich. Keine Übereinstimmung in den Datenbanken für die auf den Brief sichergestellten Hautzellen. Luisas Zimmer inspizieren. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Oh Gott. Ach so. Man muss auf jeden Fall so beispielsweise. So, damit es da lang kann. Auf jeden Fall muss das so gemacht werden, dass... nee, das bringt auch nichts. Es muss so gemacht werden, dass das hier weiterkommt. Oder ich bin einfach nur mal wieder Captain Planlos. Mich würde mal interessieren, wie man das hier so beispielsweise so würde ich das machen. Tada! Ah, Mann. So, dann würde ich erstmal das hier wegnehmen, das hier. Und tada! Geht doch. Also wenn das wirklich wieder so unlösbar gewesen wäre, wäre ich recht frustriert. Und schaut mal hier, der hat den Kopf direkt neben den Herd. Naja. Wollen wir halt 6 Kreuze
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder doch nur 5? Na, ich kann nicht bis 6 zählen. Nehmen wir halt das hier. Okay. Okay. Oh, das war nicht so gut. Eine Hutschachtel. Nein, das ist ein Mülleimer. Ich sollte aufhören, mich dauernd auf manche Sachen festzubeißen. Aber das sage ich ja immer wieder. Und mach's trotzdem nicht. Hutschachtel? Nein. Nehmen wir eine Artischocke. Und altes Radio. Gut. Katze. Mietz, Mietz. Wecker. Dann hätten wir irgendwo einen Kaffeebecher. Ein Metallteller. War das kein Kaffee? Oh, na schön. Wenn du meinst, Spiel. Nimmst du halt den hier. Kerzen. Käsereibe. Nehmen wir die hier. Zitrone. Knopf und Banane. Gut, dass es ein recht großer Knopf ist. Und fehlt noch die Hutschachtel. Ach, da geht mir die Hutschachtel hoch. Oder auch nicht. Je nachdem, wie schnell ich das Ding jetzt finde. Nein, das ist eine Kellogg-Schachtel. Ich weiß wirklich nicht, was die hier als Hutschachtel identifizieren. Das ist doch meistens etwas... sowas zum Beispiel. Okay, lass uns den Tisch gefundenen Haar als Beweisstück mitnehmen. Vielleicht können wir so herausfinden, wer hier sein Ungewissen getippt hat. Na dann. Keine Übereinstimmung. Also sie war es nicht. Wie es aussieht, ist tatsächlich jemand in ihrem Zimmer gewesen. Können Sie mir sagen, ob irgendwas fehlt? Nein, ich denke, das fehlt nichts. Nun gut, Sie können ja sagen, wer dieser Stunde noch alles im Theater aufhält. Orson Easter dürfte gerade sein Büro sein. Er ist Mr. Richards und Blacks... Ochten. Zungenbrecher. Er ist Mr. Richard Blacks Assistent. Richard Black ist der Theaterleiter. Vielen Dank, ich werde ihn gleich einen Besuch abschalten. Ja, was ist bitte? Sie müssen Mr. Easter sein. Ich muss Ihnen Mord an Dolores Molero befragen, der heute Nacht stattgefunden hat. Wozu? Ich war den ganzen Abend hier in meinem Büro und habe einen Kopf auf den Tisch gehauen. Nun, der viel zu frühe Tod von Dolores scheint Sie ja nicht gerade betroffen zu machen. Schreckliche Sache, die passiert ist, keine Frage. Aber schreckliche Sachen passieren nun mal. Auch das gehört zum Leben, fürchte ich. Wenn man in einem Theater arbeitet, kann man einen nicht mehr allzu viel überraschen. Na, sehr sympathisch. Also wissen Sie gar nichts über die Tat? Wie ich bereits sagte, ich war die ganze Nacht in meinem Büro. Ich hörte später, was passiert war, aber was bitte soll ich jetzt noch tun? Haben Sie eine Ahnung, wer Sie getötet haben könnte? Ja, ich. Nein, das wäre zu albern. Nein, nein, habe ich nicht. Nun, wenn Sie sich entschuldigen, einige von uns haben eine Menge zu tun. Beschreiben Sie doch bitte kurz, welchem Verhältnis Sie zu Miss Molinero stehen. Ich bin Ihr Vater. Wir sind, Entschuldigung, waren Kollegen. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, das war's, was es ist. Vielen Dank, Mr. Penner. Ich hoffe wirklich, Sie werden nicht noch einmal behelligen. Ich habe noch heute jede Menge Arbeit vor mir. Wir werden Sie so lange behelligen, wie es nötig ist. Wir müssen allerdings noch ein paar DNA-Proben aus Ihrem Büro entnehmen. Wir werden uns beeilen. Wenn es denn sein muss. Nur zu, bringen Sie aber bitte nichts durcheinander. Aha. Hier scheint eine Menge DNA zu geben. Stelle sicher, dass sämtliche hier befindlichen Fingerabdrücke, Haare, Hautzellen und alles andere sicherstellen. Aha. Es stimmt also. Was heißt, er hat in den Zimmern rumgefummelt? Was ist denn nun schon wieder?
Es gibt Beweise dafür, dass sie in Luisas Zimmer gewesen sind, und zwar ohne ihr Wissen. Ja, das war ich. Na und? Mr. Black hatte mich gebeten, ein paar Briefe für ihn zu holen. Ach, und Sie sind der Meinung, es ist in Ordnung, die Briefe einfach so zu stehlen? Ja, ich meine, nein, Mr. Black ist mein Vorgesetzter und Leiter dieses Theaters. Die Briefe gehören ihm. Ich habe nichts Falsches getan. Ja, Meister, Briefe holen. Ich da. Wo sind die Briefe jetzt? Ich habe sie Mr. Black ausgehändigt. Mr. Black! Weshalb bitteschön haben Sie mich zuvor belogen? Ich dachte nicht, dass irgendwas mit Ihren Ermittlungen zu tun hat. Ob dem so ist oder nicht, lassen Sie zukünftig mich beurteilen, Mr. Easter. Was wäre, wenn ich außerdem Beweise dafür hätte, dass Sie in Dolores Zimmer waren? Ich würde sagen, dass Sie falsch liegen und nicht möglich sein kann. Dolores hätte die Zimmer immer verschlossen. Ich werde Sie im Auge behalten, Mr. Easter. Deutet auf Ihre Augen und deutet auf ihn. Naja. Der Kerl spielt mit uns. Ich bin sicher, dass es hier irgendwo noch weitere Anhaltspunkte gibt. Ja, und da werden wir in Wimmelbild Nummer 3. Aha, ein Zweitschlüssel. Ha, was seine Aussage entkräften dürfte, von wegen, dass er nicht da reingekommen wäre. Eine Waage. Ja, und er kehrt noch nicht mal einen Computer. Naja, auf jeden Fall nehmen wir uns noch die Zeit und krampfen uns hier durch. Durch diese winzig kleinen Dinger. Waage. Ja. Pinnnadeln. Schachfigur. Nehmen wir die hier. Eine Brieftasche. Man muss hier wirklich recht nah vor dem Monitor sitzen, damit man hier überhaupt was sehen kann. Ich kann die Brieftasche echt nicht erkennen. Aber das kommt schon noch. Terminkalender. Nehmen wir den hier. Papierschneider. Ist das nicht ein Papierschneider? Bitte, dann eben nicht. Taschenrechner. Ein Bild. Wow, das sagt mir wahrlich nichts. Bild. Da. Das kann wirklich alles sein. Papiergummi. Flachmann. Nur einen kleinen Schluck. Schreibmaschine. Ui, was ein moderner Apparat. Wirklich schöne. Da hinten hat er einen PC. Nur ohne Monitor. Oder Maus. Oder Tastatur. Oder sonst was. Aha. Karl Maria. Goldteller. Zack. Und ein Schuh. Fehlen nur noch Brieftasche, Papierschneider. Aber ich verstehe nicht ganz, was hier sonst noch Papierschneider. Oh, ein Zweitschlüssel. Papierschneider? Was ist für euch Papierschneider? Normalerweise würde ich sagen, das hier. Aber das Spiel sagt nein. Schere? Nein. Brieftasche. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier keine Brieftasche finde. Ja, und durch diese komische halbschräge Perspektive ist das auch schwer zu finden. Papierschneiderli. Das hier? Nein. Das hier? Auch nein. Was ist denn sonst für euch Papierschneider? Manchmal sehe ich wirklich nicht durch, was für eine Logik hier in diesem Spiel ist. Und da ich keine Lust habe, noch weiter zu warten. Da habe ich doch drauf geklickt. Zweimal. Das könnt ihr beurteilen. Mr. Easter, ich glaube, Sie haben mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Wovon sprechen Sie bitte? Ich habe nicht nur Beweise dafür, dass Sie in Dolores Zimmer aufgehalten haben. Ich habe Ihren Büro sogar einen Zweitschlüssel für das Zimmer gefunden. Okay, schon gut. Ja, ich war dort. Mr. Black hatte mich gebeten, das Zimmer von Dolores zu durchsuchen. Nur habe ich dort die Briefe nicht finden können, die er unbedingt haben wollte. Aha, Mr. Black macht sich bloß nicht seine eigenen Blecken händisch. Mutzig. In Dolores Zimmer fanden wir einen leeren Briefumschlag mit ihrer DNA. Würden Sie mir bitte erklären, was in diesem Briefumschlag gewesen ist? Ein Brief, würde ich mal sagen. Wie ich schon sagte, es gab keine Briefe. Der Umschlag war leer.
Also irgendwas verschweigen sie mir. Und wir werden schon sehr bald herausfinden, was es ist. Für den Moment verabschiede ich mich. Ja. Na gut, das bringen wir noch zu Ende und dann beenden wir auch. Wissen Sie, ob Mr. Black hier ist? Er soll schon im Theater sein, habe ich gehört. Ich meinte, ich habe ihn gerade in sein Büro gehen hören. Es befindet sich direkt neben Orsons Büro. Danke und Luisa? Fragezeichen. Okay. Sind Sie sicher, dass es im Zimmer nichts fehlt? Ich werde 610 Briefe von Ihnen an Mr. Black. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Google. Nein, was für Briefe? Wer hat Ihnen das gesagt? Orson Easter, erwähnte sie. Orson? Er ist sicher der wenige gewesen, der in meinem Zimmer war. Er schnüffelt immer hier herum. Er schleppt immer diese blöde Vergrößerungsgerät durch die Gegend. Tut er das? Hochinteressant. Ich muss aber gehen und mit Richard Black reden. Ja, mit Mr. Black ist der nächste Verdächtige auf unserer Liste. Mal sehen, ob er in seinem Büro ist. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Bitteschön. Okay, wir beenden die Sache jetzt erst einmal, bevor es zu Mr. Black geht. Und ja, ich verabschiede mich dann erst einmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls es euch gefallen hat und ihr mehr von dieser Sorte sehen wollt, könntet ihr mir ein kleines Abochen dalassen. Bis dahin und tschüss.